So, genug Intro. Hallo zusammen, ich bin nicht da. Ah, Webcam. Tada, jetzt bin ich da. Hallo zusammen, willkommen. Warum war ich jetzt weg? Komisch. Willkommen zum heutigen Stream ohne dem anderen. Dafür wieder mit Greenscreen. Ist mich allein einfacher. Hat sich leicht verzögert, aber ihr seid ja schon alle fleißig am Warten. Und die übliche Prozedur des Streambeginnens. Ich lese wieder die Teilnehmer vor, die mir YouTube vorschickt, weil dann geht es schneller, weil die sind immer kürzer. Hallo im Stream, Bastler95, Bobby, Dominik, Elias, Fabian, Kalli, Localhost, NoFriend, Sandra, Sven, Thorsten, WST und Wolfgang Ecker. Gummibär habe ich auch gelesen. Mücke habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen, aber Mücke ist auch irgendwo hier. Jetzt ist mein Chat abgestürzt. Auch schön. Jetzt ist er wieder da. Genau. Gummibär habe ich gelesen. Hollo kommt heute später. Mücke hat ganz oben geschrieben. Genau. Stefan, Jan, grüß euch alle zusammen. Heute geht's weiter mit dem Fischfeeder. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Die Kamera ist irgendwie so ein bisschen schief. Bisschen. Pick, pick, pick. So, dafür sieht man jetzt den Greenscreen und das Mikrofon auch schön. Naja, Mikrofon kann man ja sehen. Ne, stört mich. Das stört mich. War vorher gerade besser, ne? So. Besser ist das. So, irgendwann muss ich mal gucken. Wie was? Wo? Quoa? Nee, Streaming Deck funktioniert nicht. Das war ja nicht lieferbar. Das, wo, ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt die Tage. Was haben wir heute? Erst Nacht. Ich glaube, am 10.8. wird es verschickt. Irgendwie sowas stand in der E-Mail drin. Also ich freue mich schon ganz, ganz toll drauf. Ich bin echt neugierig, wie das Ding wird und so. Und ja, von dem her, ich kann es schon kaum erwarten bis zum 10.8. Aber dann werde ich es auf jeden Fall als allererstes Mal, bevor ich es irgendwie für den Stream verwende, auseinanderschrauben. Denn es gibt ja noch diese Gerüchte, ob da ein Display dahinter ist oder ob da ganz viele Displays dahinter sind. Und da es noch keiner aufgeschraubt hat, bis zum letzten Mal, wo wir geschaut haben, vielleicht mittlerweile ja schon, werden wir das mal machen. Ich habe mir heute auch total cool, Hightech-mäßig so ein iFixit-Bit-Set bestellt, damit ich da quasi so mal was habt zum Zeug auseinanderschrauben. So, weil Matthias nicht da ist, habe ich mir den Norden hierher geholt und mir heute Fritz Cola besorgt oder gestern. Genau. So, wir legen los. Wir waren das letzte Mal, keine Ahnung, wo stehen geblieben. Irgendwie. Puh. Irgendwie hat die Elgato 21-22. 2 Sekunden Delay. Wenn sich irgendjemand mit einer Elgato Capture Card auskennt, bitte Bescheid sagen. Oh, das ist ja quasi unerträglich, der Delay. Ich zeig's euch jetzt mal. Klick, 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 klick. Ist, glaube ich, für euch auch relativ nervig zum Zugucken dann, oder? Oder? Oder geht das für euch? Also ich meine, ich finde es gerade schrecklich, weil ich da oben das so Delay sehe, aber vielleicht geht es ja für euch.
So, was machen wir heute? Wir müssen weitergucken an Bauteilen, die wir brauchen. Wir haben die Micro-SD-Karte, haben wir vorgesehen das letzte Mal. Die schließen wir jetzt einfach mal an. Es ist nämlich ein einfaches Unterfangen. Dazu brauchen wir jetzt aber Atmega 32U2 erstmal das Datenblatt. Heute eine E-Mail gekriegt, dass jetzt alles umgestellt wird. Ja, ich weiß eigentlich, ich habe das neulich schon mal gemerkt, dass die Elgato unglaublich viel Delay hat. Aber eigentlich, ich meine, Capture Card Properties, eigentlich soll die ja, also ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund, dass die ein Delay hat, ne? Configure Video. Achso, da kommt auch irgendwie gar nichts, wenn ich auf Configure Video klicke. Device Default, da macht irgendwas Komisches gerade, oder? Oh, Moment. Ich habe jetzt mal auf Device Default gemacht. Sieht besser aus. Moment. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Sieht besser aus, ne? Der hat irgendwas wahrscheinlich. Oh, Matthias ist da. Matthias hat nur Text. Jetzt gucke ich gerade nochmal rein. Capture Card. Ich glaube, es sieht schon besser aus. Also ich habe nämlich irgendwie die Resolution habe ich auf Custom gestellt gehabt. Der habe jetzt auf Default und das scheint jetzt besser zu sein, oder? Autodetect. Meine, man kann, es gibt nichts Besseres wie im Stream so Zeug spielen und umstellen. Farbraum gefällt mir anders, glaube ich, besser. Ja, und Buffer disablen. Wenn wir jetzt Buffer disablen, was passiert dann? Klick, 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 klick. Oh, so glaube ich es am besten. Ne? So, machen wir mal Buffer enable, gucken, ob das einen Unterschied macht. Schon explodiert jetzt gleich was. Klick, 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 klick. Da ist eigentlich kein Unterschied. Mach mal Autodetect. Bin echt froh, dass ich mich so toll auskenne mit der Elgato. Ja, ich habe es irgendwann mal kaputt gespielt. Aber jetzt sieht es echt besser. Also ich meine, ja, ein bisschen so Delay-Action habe ich noch. Aber es geht auf jeden Fall besser, wie es schon gerade vorher ging. Genau, er macht alles kaputt. Er wird auch das Elgato Stream Deck instant kaputt machen. Aber ich bin aber echt gut drin. Also ich kann es auch sehr zuverlässig. Also, wenn ihr mal irgendwas kaputt haben wollt, einfach Bescheid geben oder mir schicken, ich mache das dann kaputt. 2012. Komplette Datasheet. Ja, das gefällt mir jetzt deutlich besser. Rechts, links, rechts, links. Ja, Ton und zwar wenigstens kein Delay. Le Ton hat kein Delay, das ist schon mal gut. Ah, ist nur so ein richtig schönes altes Atmel-Datenblatt, wie man es früher kennt. Ne, ISP-Flash und so Zeug und ne? Und RAM und ROM und PROM und Flash und alles. In meinem aktuellen Video erklärt, was das ist, was man damit macht, wie man es programmiert. Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch zum Einschlafen angucken. So, Pin Description. Die sind da, glaube ich, immer gleich belegt. MOSI, MISO, da. Servergehäuse, ne, das ist sogar noch ganz. Also erstaunlicherweise ist das noch ganz. Bin ich ein bisschen übersteuert heute eigentlich? Oder geht es von der Lautstärke? Ab und zu kriege ich einen Vollausschlag, je nachdem, wie laut ich da rumbrülle. Habe nämlich fürs Video hier auch aufgenommen mit Greenscreen und so. Muss da ein bisschen was umstellen, damit das vernünftig von der Qualität her war. Peter, grüß dich! So, wir gucken mal.
Wir gehen auf jeden Fall mal auf TQFP, damit wir es auf jeden Fall richtig haben. PB3 ist Miso. PB3 ist Miso. PB2 ist Mosi. Natürlich jetzt genau verdreht. PB1 ist Glock. Irgendwann klingelt mal der Verfassungsschutz bei mir, weil ich irgendwelche Hakenkreuze und so generiere, aber da muss ich durch. Chip Select ist SS, wo wir gerade beim Verfassungsschutz waren. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Irgendwie nicht äquidistant aus. Und Detect, den fügen wir einfach auf den Pin nebendran, damit wir es leicht routen können. Weil wir müssen ja auch erkennen können, ob eine Micro-SD-Karte ein- oder ausgesteckt wurde. Für den Fall, dass man die einfach rauszieht. Für den Fall, dass man es einfach rauszieht, wenn man eine Konfigurationsänderung machen will, beziehungsweise wenn man, dass der Mikrocontroller dann erkennen kann, man steckt eine neue Micro-SD-Karte rein, damit er die Config neu einlesen kann. So der Gedankengang. Das hast du dir wirklich zum Einschlafen gegönnt. Ja, das ist löblich. So, dann kriegt er hier 5 Volt da. Und das war's. Pegelwandler und das ganze Zeug ist zum Glück hier drauf. Da müssen wir uns nicht mehr quälen und plagen und machen und tun. Finde es ein bisschen nervig, dass das 0,33er Flaschen sind. Muss man gleich doppelt so viel trinken, damit es sich rentiert. So. Dann hat der Matthias irgendwas gesagt, aber der Matthias ist ja eh da. Was für ein Fed soll ich da jetzt reinbauen? Weil dann würde ich den gleich zeichnen mal. Der hat irgendwas von Fed gesagt, von wegen irgendwie, keine Ahnung, was für eine Type. Ich habe es natürlich weder gemerkt noch aufgeschrieben, deswegen Matthias, der andere, bitte schreibe mir die Fed-Bezeichnung. Wenn er schon nicht da ist, dann. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob er es schreibt oder nicht. Chat tot. Keiner schreibt was. Du wolltest keinen. Wollte ich dir nicht einbauen, Matthias? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es schon wieder komplett verdrängt. Infineon.com. Ganz viele alte Leute. ASIC, RF, Sensor Interface, Evaluation, Automotive, Power, MOSFET. Ja. Wir könnten auch ein Relais einbauen. Small Signal, 20 Volt bis 800 Volt. Okay, die bezeichnen 800 Volt als Small Signal, finde ich nett von denen. Weil zu teuer, so ein Blödsinn, Matthias. Niemals würde ich behauptet haben, dass sowas zu teuer ist. Niemals. Ihr kennt mich doch alle, oder? Würde ich jemals behaupten, dass irgendwas zu teuer ist, nur weil es 1,50 € kostet? Was wollte ich dann einbauen, Matthias? Wollte ich das Licht komplett weglassen? Nee, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also kannst du mir mal den Typ schreiben, oder? Ich laufe rüber zum Ewaldboard und guck, was auf dem Ewaldboard für einer drauf ist. Lightning Control, was gibt's denn eigentlich da? Indoor Commercial Lightning Control. Wahrscheinlich irgendwie Step Down und so Zeug, ne? Ja, das ist so Standard.
LED-Treiber Zeugs. Ja, Wirt hat keine Fez-Mücke, sonst würde ich da natürlich welche mir zulegen von Wirt. Im Übrigen, wer Instagram mich followt und so, hat heute eh schon gesehen, ich habe heute ja schon was gekriegt von Wirt, und gestern habe ich gleich ein Foto gepostet, die Bauteile von Wirt für den USB 3.0 Switch sind gekommen. Jetzt fehlt nur noch die Platine. Und die restlichen Bauteile muss ich dann auch noch ordern, aber die Platine dauert noch ein bisschen. Bin mal neugierig, wann die dann da ist. Wiemann, nein. Es ist Nehmen und Geben, genau. Gummi hat es eindeutig richtig erfasst. So, Matthias, ich warte. Ich warte. Haben wir überhaupt genug Pins für den ganzen Kladderadatsch hier? Ich meine, wenn man hier. Ich meine, wir haben kein ESP genommen, weil wir zu wenig Pins haben, aber wenn wir jetzt hier mal so gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist hier der ganze Port weg. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pins noch frei. Ich kann mal gucken, ob ich in meine Bibliotheken die. Puh, wo könnte das drin sein? Ob ich so eine RTC drin habe. Wie viele Pins hatten die? Die haben, glaube ich, 5 Pins oder diese China-RTC-Teile. Aber ich bin gerade nicht sehr optimistisch. Nee. Oder 6 Pins. Wie viel haben denn die? Nee. Da macht man einfach eine 6-Pin oder 5-Pin. Danke, Matthias. So, Infineon. Ja, aber in der Kaffeemaschine haben wir, glaube ich, nur ein 5-poliges Ding, jetzt glaube ich, oder 4-poliges. 3,62 €, der ist viel zu teuer, der kommt da niemals rein. Das können wir komplett knicken. Das ist viel zu viel Geld, Matthias. Gottes Willen. 3,62 €. Das muss billiger gehen, oder? Boah. Die halten sich aber dazu, hey. Halbbrücke. Das ist eine Vollbrücke. 20,4 Milliohm, schon wenig. 10 Milliohm ist ja noch weniger. Undervoltage Shutdown. 5, das Ding kann 55 Ampere, das ist 100 mal überdimensioniert. Das ist mega überdimensioniert. Nein, habe ich nicht gesagt. Slew Rate Adjustment. Gibt es auch in einfach? Single Half Bridge Driver. So, kann man da nach Preis sortieren? Wie schön, dass der kleinste 20 Ampere kann. 8982, 8962,
Aktiv and preferred. Was? 8982, den da und 8962. String V, String C. 62 TA. Da kostet doch 30 Cent weniger, oder? 3,62. 3,27. Aaron, was schön. Na, wo ist sie jetzt? Da war gerade eine Fliege. Weg. Der hat den Feind erkannt und ist geflüchtet. Puh, ist aber echt teuer, das Zeug. Also ist intelligent Motor-Control-IC, ist okay. Single-Half-Bridge-Driver. Dass da nichts anderes gibt, dass die nur genau fünf so Dinger haben. Integrated Servo and Stepper. Genau, Mücke hat gerüchteweise auch einen neuen Arbeitsplatz, habe ich gehört. Hallo, Seite. Also das Design wäre lang schon fertig, wenn die ganzen Homepages der Hersteller mal vernünftig funktionieren würden. Ich wollte sie nur verjagen, die Fliege. Ich wollte sie doch niemals erschlagen. Müssen wir echt hier irgendwo reinschauen, oder wie? Wird nichts nützen. Ich meine, 20 Volt. Endkanal, Small Power. Das sind ja alles keine Brückentreiber hier, ne? Das sind einfach nur klassische MOSFETs. Ach so, gleicher Arbeitsplatz. Smart High Side Switch. Multichannel. Guck mal, was das für Bauteile sind hier und was die dann kosten. Wahrscheinlich viel zu kompliziert für das, was wir wollen, ne? Mikrocontroller, Isolation, Multichannel Switch. 120 Milliohm, 22 Ampere. Diagnostik, digital, keine Diagnostik, preferred. Ich hätte einfach gern Datenblatt. Nationalfeiertag. Schauen wir, was das für Bauteile sind überhaupt, was wir da haben. Low Side Switch. Ja, so schlecht wird das ja gar nicht mal aussehen, ne? Ist die Frage, ob man. Ob man den mit 5 Volt ansteuern kann. Operation, Overvoltage, 2,6 Ampere. Ist eigentlich schon wieder zu wenig, ne? 2,6 ist zu wenig. IFX 9201. Irgendwann sucht er eine Abkürzung raus, wo eine Pornoseite aufgeht, und dann habe ich hier eine Pornoseite. Und Matthias ist schuld. Hardbridge Kit to go. Also, das wäre das Teil, was auf dem, ne? Oder? Gauma? Gauma. Skauma. Ja, der ist doch ein Euro günstiger. So was lass ihm einreden, Matthias.
Vielen Dank. Dann gucken wir mal, was das Kind kann. 6 Ampere, das reicht perfekt mit SPI. Steht da SPI? Steht da SPI? Steht bei diesem FET SPI? Detailed SPI Diagnosis or Simple Error Flag. SPI, 5 FET. Hey, cool, Trolle sind mal wieder da. Danke, Mücke, fürs Löschen. Lang ist her, dass wir mal sowas hatten. Hat sogar zwei Ausgänge, oder was? Das ist ja geschickt. Boah, der hat einen PWM-Eingang. Das ist ja mal richtig cool. Das ist ja mal richtig cool. Current Monitor, Temperaturmonitor und kriegt das Ganze über SPI raus. Sleep Mode, Output Stage. Also es wäre diese Motor-Hubbrücke sozusagen. Okay, aber die kann man ja missbrauchen und einfach hier eine LED anschließen und hin. Da können wir nämlich zwei LEDs anschließen. Cool. Das gefällt mir. PWM 1100 Forward, Clockwise, Reverse Counter, Freewheeling in High Speed, Freewheeling in High Speed Reverse, Out 1 Z, H, H, Z, H, L, L, H. Okay. Das ist eine wirklich reine Motorbrücke. Aber es macht nichts, weil dann haben wir, wenn wir hier DIA1, PWM1. Ah, macht er quasi Motorbremse so, ne? Wahrscheinlich oder sowas in der Art. Weil dann macht man einfach hier so. Dann leuchtet. Ach so, nee, der geht, kann das gar nicht, oder wie? Frage ist. Naja, doch, das passt. Dann haben wir, wenn man so schaltet, ist. Die Frage ist, kann der beide LEDs einschalten? So. Oder? In die Richtung. In die Richtung. Ich glaube, der kann keine beide LEDs einschalten, oder? Weil in die Richtung ist der ein und der aus. Man hat keine Möglichkeit, dass oben beide ein sind. Man hat keine Möglichkeit, dass oben beide ein sind. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann ist das Ding zu intelligent. Ja, steht sonst kein Anwendungsbeispiel. Es gibt jetzt hier keine Möglichkeit, dass beide Ausgänge auf High sind. Schade. Sonst wäre es ein geiles Teil. Muss ich sagen. Ich meine, der spielt sogar wie eine Halbbrücke. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach nur einen Teil der Brücke anschließen und gut ist. Ja, PWM geht aber auch nicht so, wie es gedacht war, dass man da irgendwie was vernünftig cool machen könnte. Genau, der soll die LED-Streifen schalten. Wäre eigentlich der Plan dahinter. Schade. Jetzt gucken wir mal rein, ob es da was anderes, ähnliches gibt. Integrated Full Bridge Driver. Vielleicht gibt es ja was mit weniger intelligent. Intelligent.
IFX 92.01, das war jetzt der SBI plus Status Flag, Status Flag 6 Ampere, Industrial Powertrain, Trilith IC.15 Ampere, 12 Ampere, 8 Ampere, OT-Status, Overvoltage, Overcurrent, Overtemperature. Aber der halt so 5, 6 Ampere hat und der Matthias eigentlich sowas drin haben wollte, darum, weil der LED-Streifen auch mit 12 Volt arbeitet und den mit 5 Volt anzusteuern immer so eine kritische Sache dann ist. Oder mit 24 Volt, beide Varianten können ja eventuell möglich sein, nachdem was für ein LED-Streifen man dran hat. Deswegen wollten wir da eigentlich was anderes mal nehmen. Guck mal, was das da für Teile sind. Das war kurz. Delivers, bla bla. So. Ja, Christoph, habe ich gelesen. Die runden Ecken werde ich bei der nächsten Variante mal reinpacken. So, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Das ist ein ganz Standard. Der hat zweimal in. Und entsprechend schaltet er die zweimal out. Das heißt, da kann man wirklich, da kann man eine Bremse schalten. Der kann beide Transistoren ausschalten. Jetzt guck mal, er wird durchaus jetzt 27 Euro kosten, weil er deutlich weniger Funktionen hat. Und dann müssen wir schauen, ob er mit den 5 Volt klarkommt. Oh mein Gott. Ja, geht so. Aber die Bauform gefällt mir nicht. Ich hätte gerne eine Bauform mit SMD. Der. Oh, sind die riesig? Alles not connected. TO263. TO263 wäre eine gute Bauform. TO263 7 2G hinten dran. Das ist der Unterschied zwischen 5 und 6. Da sehe ich gerade keinen. Fünf, zwei, T. Oder? G. Fünf, wenn man Bilder erkennen kann, ist das die SMD-Variante. Sehr schön. 2,6, 2G. Obsolete. Das quält man, wenn das drin steht. Haben gar nicht viel auf Stock. Und der Preis ist so. Weil die sind nämlich TTL und CMOS kompatibel. Darum geht es eigentlich, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen mit irgendwelchen Schutzschaltungen, die man vorneweg nur packen muss. Und er hat halt eine Überstromerkennung und sowas. Das heißt, man kriegt einen Error-Flag raus. Und das ist eigentlich das Geschickte daran. Weil dann brennt vielleicht nicht das Aquarium ab, wenn man irgendwelche Probleme hat mit der Beschaltung. So, Error Flag. Ah, das sieht jetzt ja mal gar nicht so schlecht aus, ne? Wie viel Ampere kann der nochmal? 5 Ampere Continuous, das reicht dicke, weil drüber klappt, haut dann die Sicherung durch, glaube ich, ne?
Viel mehr haben wir nicht abgesichert. Dann müssen wir, ob irgendwo Package Drawings sind. Ja, aber nicht so, wie wir es gerne hätten. Danke dafür. In der Hoffnung, dass Infineon irgendwo eine Definition oder eine Beschreibung oder irgendwas drin hat, wie das Pinout aussieht. Wahrscheinlich einfach nicht. Wäre jetzt cool, wenn es das gäbe. Land Pattern. Dann fragen wir mal den Google. Der kommt gleich auf Infineon. Footprint Dimension. Sehr schön. Klick. Oh, mich das viel größer geworden ist gerade. Okay, das ist groß. Dann das Datenblatt. Irgendwo Pin 1. Da oben wahrscheinlich, oder? Pin 4 hat aber. Genau, Pin 4 ist aber weg. Müssen wir gleich aufpassen, bisschen. Ja, Bastler, würde auch gehen. Aber wenn halt irgendwo ein Kurzschluss drin ist oder sonst was, dann hat man halt mit dem noch eine Möglichkeit. Der macht halt Überstromerkennung und so Zeug. Das, glaube ich, hat schon Vorteile. Sonst könnte es schon sein, dass das Ding dann abbrennt oder sonst was. Und da habe ich eigentlich wenig Interesse dran. Weil sonst gibt es gegrillte Fische. Und ein normaler Bipolar-Transistor geht sowieso nicht. Der hat viel zu hohen Widerstand. Wir müssen ja 5 Ampere schalten. Und der wird dann richtig, richtig heiß werden. Weil man kann ja mal gucken. Die haben jetzt ein RDS-On von 200 Milliohm bei 25 Grad. Wenn wir jetzt da 5 Ampere drüber schicken, dann sind das ja immer noch 1 Watt, also immer noch 1 Watt Verlust, den wir drüber fahren. Und dann gibt es hier sicher irgendwo ein Junction Storage Output. Badum, badum, badum. Gibt es hier sicher irgendwo ein Grad pro Watt? Na? Na? Gibt es sicher irgendwo? Sind wir mal nicht zu froh, zu voreilig? Hier Grad pro Watt, Junction Case, Junction Ambient. Wir haben PG, da habe ich es wieder vergessen. PTLE 250-02062G. Schön, dass das hier nicht gibt. Wie heißt es hier? PGTO 26371. PG 26371. 75 Grad pro Watt gegen Ambient. Das heißt, das Ding wird eh schon 75 Grad wärmer werden. Also wir hätten ungefähr 90 Grad oder sowas oder 100 Grad. Wenn wir es jetzt ohne Kühlfläche haben würden, wir haben aber drunter eine dicke Kupferkühlfläche, das heißt, es wird ein bisschen besser werden. Keine Ahnung, was genau jetzt dann hier für Werte sind, aber ich gehe mal davon aus, dass wir die 75 Grad nicht erreichen werden. Und wenn man das jetzt halt natürlich irgendwie mit dem Transistor machen würde, dann wird er wahrscheinlich einfach 200 Grad heißer werden und danach Puff machen und weg sein. Verbrennen, verglühen.
Dead Vision mit sowas. Wieso hat jetzt der in der Mitte Ground? Wieso hat jetzt der in der Mitte Ground? Muss das echt nicht verstehen, ne? Man muss das echt nicht verstehen, was die Hersteller machen. DSO 2037, wie viel hat denn der? DSO 2037, 50er. Aber wir nehmen so einen. Weil er zu viel not connected, ne? Dann hätte man auf jeden Fall genügend Kühlfläche drunter. Vielleicht eben einfach das Package. Und zum Löten ist es auch angenehmer wie die Packages. Das machen wir. Wir gehen auf Nummer sicher, wir nehmen das Package hier. Badum, badum. Sind wir mal optimistisch? Sollen wir optimistisch sein? Klappt nie. Noch ein PG davor. Das wäre jetzt kitschig, wenn das gehen wird. Dachte ich es mir. Dachte ich es mir, dass das nicht funktioniert. Aber hier sind sie. Ach, PGDSO und dann PGDSO 2037. Deswegen. Moment. Also das Infineon ist echt ein Sauladen, hey. Jetzt haben die hier eine Kühlfläche, hier. Und haben hier aber nichts definiert, wie die gelötet wird. Das kann es ja nicht sein, oder? Hat da irgendeine komische Datei? IPS. Ah, hier hat das definiert. Unglaublich. PGO DS 2027. PGO DSO 2037. 20 Pins und der hat 20 Pins. 12,8. 15,9. Oh, Kinder. Wie kann man so schlechte Datenblätter und. Also, ich nehme da irgendeinen anderen Hersteller. Ich habe jetzt gleich mit Infineon endgültig abgeschlossen. Mücke, nee, da muss ich immer Projekte angeben und so. So leicht ist das gar nicht, muss da anzufragen. PGO DSO 2037. Ich habe echt klar mit Infineon komplett abgeschlossen. Also Infineon ist für mich gleich für alle Ewigkeiten komplett tot. Ich sage einfach Ex-Siemens, ne? Was will man sich erwarten von Ex-Siemens? Unglaublich. Sind alles EPS-Dateien. Das PG mal weg. Ja, ne, der hat das hier trotzdem nicht anders. Unglaublich. Nie so was Schlechtes sehen wie so ein Hersteller wie Infineon. Also ich bin ja eigentlich schon ein sehr optimistischer Mensch, aber wenn Leute sowas fabrizieren, das nicht mal hier schaffen, ein Mittelpad anzugeben, da ist für mich gleich mal schnell vorbei. Heat Slug.
Lächerlich. Heatsink. So, jetzt gucken wir, was TI für Treiberfeeds hat. Bei den Motortreibers. Haptik, Piezo, Stepper, MOSFET, Halbbrückentreiber. Guck, ob es da was Kleines gibt mit wenig Ampere. Peak Output Current. With Interlock. Brauche ein bisschen mehr Ampere wie das hier. 6 Ampere hier. 8 Pin, High Frequency, 4 Ampere Sync. Synchronus MOSFET Treiber. Guck mal, was das ist. So. Ach, nur der Treiber. Okay, ohne MOSFET drin. Das ist ohne MOSFET. Schade. Kali, nee. Ich bin kein Fan von den 2812ern. Okay, sind Half-Bridge-Treiber, die ich jetzt hier habe. Gate-Drivers. Bei Power Management ist das drin, okay. Power MOSFET Module. OLED-LED-Treiber. Supervisor, Power over Ethernet. Es gibt so viel Zeug, das ist echt unglaublich. Automotive-LED-Treiber. Das Problem ist, wir haben halt die LEDs haben halt zu Widerstände alles drin. Das ist das Problem. Das ist das Problem, dass sie das immer alles schon drin haben. Wir brauchen hier keine Strombegrenzung oder keine Stromregelung und nichts. Ja, Vivaldi, Formtapet ist nicht der einzige bedienbare Browser. Also gibt für mich keine Alternative dafür. So. Powerblock, VS Power Stage. Der hat den Treiber drin und der hat die Feeds drin. Dann klicken wir mal da drauf. Next Fade Power, bla bla bla. Oh, 15 Ampere, 20 Ampere, 12 Ampere. Guck mal, was das für ein Teil ist. Ah, Power MOSFET Module, war da nicht gerade drin. Und da schauen wir, was die Dinger kosten. Das nächste. Vivaldi Andreas. Vivaldi. Beste Browser von der Welt. So, was hat denn der drin? Danke, dass da steht, wie ein Motor angesteuert wird. Das will ich nicht wissen. Das da will ich wissen. Skip PWM Ground. PWM Restate Logic. Sehr schön. Der hat auch
Drive, Boot, Boot, V-Switch, V-In, P-Ground. PWM low, skip low, sync fade gate high. Warum ist wieder so viel Pins für das Teil dann, ne? Was für eine Anstörungsspannung hat der? Ja, der hat hier quasi TTL-Ansteuerung, das ist gut. Gate-Driver-Voltage, 4,5 bis 5,5 Volt, perfekt. Und kann bis zu 24 Volt, 20 Ampere. Jetzt guck mal, was das Ding kostet, wahrscheinlich 25 Euro. Dann hat sich schon wieder gleich erledigt. Kriegen wir drei für den Preis, wo wir an einem einen kriegen. Und zusätzlich können wir bei T1 noch eine Anleitung, wie das Package auszusehen hat. Also für mich ist Infineon ab sofort einfach nur gestorben. Also sowas wie Infineon, das ist echt lächerlich. Ich habe mich da schon so oft gequält. Ich glaube, da hat man doch mit dem anderen Zeugs auch schon das Problem, Matthias, mit den Mikrocontrollern und so Zeug, dass man einfach kein vernünftige Package-Layout-Zeugs und sowas kriegt, ne? Auf jeden Fall. Hat auch 24 Volt, hat am meisten Spannung. Oh, die hätten noch Sense, E-Sense, T-Sense, Dual-Cool. Boah, da war halt unglaublich viel und die haben nur 16 Volt da. Ist mal zu wenig, aber es wäre geil. Den gucken wir uns jetzt mal an. Was der kostet, wenn er ein bisschen mehr Hightech dabei hat. Würde mich jetzt mal interessieren. Weil er ist dann in der Preiskategorie vom Infineon, ne? Ja, habe ich nicht gleich bei TI geschaut, ne? Ist an sich der gleiche. Oh, ist das schön. Oh, ist das ein schönes Package. Hat der auch so ein geiles Package? Oh ja, hat er. Oh, ist das toll. Sowas finde ich echt toll. Recommended. Nein. Also ich finde schön, dass ich habe sie nur bewusstlos geschlagen. Ich habe sie nicht getötet, die Fliege. Jetzt zum Thema Fischfieder. Ab ins Aquarium mit der. Meine Fische lieben Fliegen. Die zerlegen die richtig schön liebevoll schmerzfrei. Das wird was werden. Also ich finde es halt cool, dass der da so große Pads hat für die Leistung. Aber ich finde es gerade nervig, dass die so komisch aussehen müssen. Alles kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wird eine mächtige Plagerei werden. Aber ich meine, das ist ein Datenblatt und da steht einfach drin, wie das Pad auszusehen hat, ne? Und ich verstehe nicht, warum Infineon sowas nicht auf die Reihe kriegt. Merke für die nächste Messe einfach mal denen irgendein Datenblatt von TI gegen den Kopf prügeln. Matthias, notiere. Infineon Datenblatt gegen den Kopf prügeln. So, dann müssen wir jetzt mal das Package anlegen. Das wird jetzt geil. Der Kamm wird witzig. Der Kamm wird witzig. Fangen wir mal mit dem Leichten an. Wir haben hier ein Pad mit 2,2 mal 4,050 Style
Rektangular 2,2 mal 4,05. Rekt 2,2 mal 4,05. Okay. Ja. Layer top. Zack. Ich will gar nicht wissen, warum man jetzt hier immer so eine blöde 1 hinschreibt. Braucht auch kein Mensch. So, dann haben wir schon mal das Pad in der Mitte angelegt. Dann legen wir die äußeren Pads an. Die haben 0,25 mal 0,6 und haben so eine komische Form. Die Form habe ich hier, glaube ich, nicht drin definiert. Die heißt doch Bullet 0,25. Ich glaube, die heißt Bullet 0,25, ich es wieder vergessen habe. 0,25 mal 0,6. 0,25 mal 0,6. Ich glaube, Bullet. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gleich verloren. Ha, Bullet. So. Und, ups, falsch. Wenn man es gewohnt ist, vom Platine-Programm mit der mittleren Maustaste zu verschieben. So, die haben einen Abstand von 0. Oh Gott, ist das nervig bemaßt. 0,4, oder es wird schon der gleiche sein hier. Wenn hier zwischendrin 0,15 sind und die Hälfte steht da nirgends von Mitte, Mitte Maß. Steht echt nirgends Mitte, Mitte. Also wenn das hier ist 1,25, das hier ist 1,25, also 2,5 plus 0,15 sind die 0,4. Das heißt, die sind äquidistant. 0,4 Abstand. 0,4, ne. 0,4 Offset. Hä? Was macht das Programm gerade? Will ich das wissen? 0,4. Das macht's einfach nicht. 0,4. Nö. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe gerade Pulsonix kaputt gemacht. Minus 0,4? Auch nicht. Schön. Sehr schön. Bulettenpad. Also eigentlich kann ich hier Shift Plus drücken und dann ein Offset eingeben. Dann macht das eigentlich. Der macht gerade totalen Blödsinn. Also das Programm macht gerade richtig krassen Blödsinn. Also so richtig krass. Speichern wir mal TI minus DPC. Jetzt tun wir das mal beenden und nochmal neu starten. Beastmaster, grüß ich. Kann der Internet Explorer kein HTML5? Doch, normal schon, oder?
0,4. Nö, er macht's nicht mehr. Null Komma vier, null, drei, oder? Ja. So macht das. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, an welche x-Koordinate das Teil eigentlich liegt. Wenn das Gesamte, jetzt brauche ich einen Taschenrechner, 4,05 hat und das Ding in Mitte liegt, 0, 0, dann ist von der Mitte bis hier rüber 4, dann Schneider, vielen Dank für dein Abo. 4,05 halbe, das heißt 2,025 minus 0,3. Dann haben wir die x-Koordinate minus 0, 1,25, also die Hälfte von dem, sind wir bei 1,6. Minus. Die y-Koordinate. Wir haben 2,2 bis hier, also die Hälfte, 1,1 plus die 0,2. Plus die Hälfte vom Pet, also plus die 0,3, sind wir auch bei 1,6. Und jetzt können wir Replicate machen. 0,4 war das, ne? Ja. Dann haben wir die da. Eins Komma sechs, eins Komma sechs. Macht mal anders. Minus 1,6. Edit, Replicate, nee, nicht Duplicate. Nicht Duplicate, Edit, Replicate. Lukas, was, der merkt sich auch nichts mehr. Was ist mit dem gerade verkehrt? Bug Report incoming. So, und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird wieder eine ganz tolle Aufgabe. Jetzt müssen wir das Teil hier zeichnen. Oh Gott. Das wird jetzt was. Wir legen jetzt erstmal ein ganz stinknormales viereckiges Pad an. Und nennen das 0,6 mal 2,25, 0,6 mal 2,25 und nennen das CAM 0,6 mal 2,25 plated. Chaka, chaka. Und das klatschen wir jetzt da mal hin. Jetzt müssen wir uns wieder die Koordinate überlegen, wo das Ding liegt. Wenn wir hier die Koordinate nehmen, x ist 0,8 minus, dann müssen wir hier 0,4 rüber, 0,8, dann sind wir bei 0,4, bei 0 plus 0,4 und hier die Mitte, also 0,6. 0,6 und das wird auch 1,6 sein. So, sieht doch schon mal gut aus. Und das Ganze runter um 2,2 plus 0,4 sind 2,6 plus 0,6 sind 3 mm. Na, fast. Plus minus ein bisschen was. Sind wir mal nicht so genau.
Copy und paste einfach einen Balken dazu bei verbundenen. Nee, ich will ja ein einzelnes Pad haben. Sonst habe ich hier verschiedene, mehrere Pads und das wäre nicht richtig. Also man sollte es schon so machen, dass man hier das vernünftig zeichnet und macht und tut. Und dafür gibt es hier Define Pad Shape. Und mit dem machen wir das Ganze jetzt. Wir legen jetzt erstmal hier 0,1 Radius, oder? Ja. Meine, es ist nicht so schlimm, ich jammer nur rum. Also in Wirklichkeit ist das gar nicht so viel Arbeit. 0,9, 0,0, 0,225. Insert Construction Line. Vertikalline. Klatschen wir jetzt einfach mal irgendwo hin. Wenn die Mitte von dem Pad 0,3 hat und das ist 0,225, dann sind wir um 0,075 außer mittig. Minus 0,075. So. Und wir haben hier zwischendrin einen Abstand von 0,15, genauso wie hier. Das heißt, wir klatschen uns hier Insert Construction Line Line Horizontal Line die erste bei 0,075, die zweite bei minus 0,075. Mach mal so. Guck mal, ob es jetzt wieder geht. Minus 0, 15. Nee. Schön, dass es nicht geht, oder? Oder muss ich plus 0,15 machen? Plus. So, wir machen das jetzt alles mit Construction Lines. Und dann klappt das ganz gut. Würde ich mal behaupten. Hoffe ich mal. Sehen wir dann gleich. Wahrscheinlich eskaliert es gleich komplett. Abstand 0,4. Hallo? Abstand 0,4. Irgendwie macht das Ding komisch. Also minus 0,4. Weil jetzt muss ich nach unten minus eingeben auf einmal. Ne? Vorher musste ich plus eingeben. Muss man nicht verstehen. Und das Ding liegt auf der falschen Seite. Das muss bei plus 0,75 hin. So. Und rein theoretisch gibt es jetzt hier Snap-to-Item. Die müssen wir noch anlegen, die Construction Line hier. Haben hier ja 0,3. 0,3. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir jetzt das Ding angedrückt? So. Snap to Item. Oder gibt es da noch was Besseres? Ein Follow Construction Line. Hallo? Er folgt jetzt mit der Construction Line hier. Fupp, fupp, Doppelklick. Jetzt speichern. Bam. Noch Fragen? Nur 0,75. Nee, sieht eigentlich gut aus, ne? Also ich finde, das passt so. Oder? Sieht das cool aus oder sieht das nicht cool aus?
Das war jetzt mal echt easygoing, oder? Ich habe mir das jetzt viel, 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 viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Also. Ne, die gehen ja nicht bis zur Mitte. Guck, Wolfgang, ich habe hier einen kleinen Offset drin gehabt von 0,6 minus 0,225. Ein bisschen außermittig, um die 0,07 Dings. Also zum Beispiel Follow Construction Lines ist ein echt geiles Tool. Definitiv. Pet, bla bla, Define Patches. Also Construction heißt, man kann die eben followen, man kann die Dinger füllen lassen, theoretisch. Schrittmotorcontroller haben wir schon. Cheat, wir haben, also das wird gerade ein Fade für die LEDs. Power Fade. Ich finde es zwar gerade total geil, dass er zuf also zufällig ich das geschafft habe, dass er auch die Kamera in die richtige Richtung hat. Finde ich gerade echt witzig, dass das geklappt hat. So, dann die Pin-Belegung. Ach so, oh, jetzt kommt eine. Oh, ich sehe was. Das ist jetzt bei Pulsonix schwer. Das kriegt man quasi nicht hin. Das kann das Programm nicht. Vier, acht einzelne Flächen kann Pulsonix nicht. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert. Utilities, Define Patch Shape. Man kann jetzt ja hier eine andere Form angeben. Layout zum Beispiel. Paste-Maske, top. Und ich könnte jetzt ja hier vier so einzelne Felder machen. Ich jetzt speichere, dann jammert er. PetStyle has more than one shape on layer past mask top. Das ist schlecht. Das kann er nicht. Ich habe da mal eine E-Mail gekriegt mit dem Workaround, wie das geht, aber das war relativ müßig. Also das war nicht so, als dass ich da Freude dran hatte, das zu machen. Das heißt, wir machen das jetzt einfach lieblos. 0,5, 0,65, minus 0,65. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt einfach so ein bisschen kleiner. So. Machen das Ganze einfach ein bisschen kleiner. Paste Mask, top. Solder Mask, top. Paste Mask habe ich gar nicht, oder was? Doch eins von den zweien hier. Machen Sie jetzt ein bisschen kleiner, das Ganze. Dann Color, Layers. Top. Dann kommt es aufs Gleiche raus. Also, das ist dann, ob ich jetzt hier acht einzelne mache oder das ein bisschen kleiner, müsste ungefähr das Gleiche rauskommen. Also das ist echt ein bisschen ärgerlich, dass das nicht geht, weil es eigentlich total essentiell wäre, einfach mehrere Masken oder so zu vergeben, wie es jetzt hier wäre. Also ich glaube, der Workaround wäre, man müsste alles einzelne Pads machen und hat man wieder unendlich viele Pad-Nummern. Und das nervt dann auch wieder. So, last but not irgendwas, die Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilities, Renumber Pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Nummerierung. Und jetzt noch die Packages selber. Ich glaube, hier geht es sogar so, dass wir es einigermaßen schön gezeichnet kriegen jetzt, glaube ich. Das Ding ist E mal E1. Okay. E mal E1. 4,5 mal 3,5. Das heißt 4,5 mal 3,5, das heißt minus 2,25 mal 1,75. Style Component Outlines 4,5 mal minus 3,5. So, und das Ganze 4,50. Jetzt macht das. Mit den Linien hat das gerade gemacht, den Offset reinzuschieben, richtig.
komisch. Muss man nicht verstehen. PIN 1 markieren wir nochmal separat, richtig hier. Style. Dass er da auch einen Style nicht mehr nimmt, das sind Dinge, muss jetzt echt mal irgendwann so ein kleines Bug-Reportchen schreiben, glaube ich. Was der alles nicht macht neuerdings mit der neuen Version. Schnitzel, grüß dich, auch mal wieder da. Alles top, 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 super gut hier. So, Layer. Fertigungsdaten. Da auch, da macht das auch wieder. Danke, dass du da gesnappt hast. Filt, Chaka, bisschen runter, oder? Das reicht für PIN 1 Markierungen. Und dann Component Name. Component Name, Silkscreen Top. Minus 2,50. Dann nochmal Component Name. Mittig, Fertigungstaten und Assembly Medium 00. So. Somit ist das Bauteil angelegt. Wir können jetzt noch eine Geschichte machen. Und zwar. Ne, eigentlich passt. Ne, angelegt. Fertig. Nee, nicht fertig, sorry. Eine Geschichte haben wir vergessen, und zwar die Rectangle Area. Wir müssen hier noch Layer Top so eine Fläche hinzufügen, die die Maße definiert, weil das andere sind ja nur Dokumentationslayer für uns. Und für die Design Rules braucht man diese Fläche hier, damit er weiß, was die Abmessungen vom Gehäuse sind. Und in der Fläche können wir auch praktischerweise sowas wie die Höhe des Bauteils angeben, und die beträgt A. A 0,9. 1 mm Max, also wir geben das Maximalmaß an. Weltuntergang da draußen. Wir geben das Maximalmaß an. Weil dann kann man auch mal eine Kollisionsprüfung machen, und er legt es dann auch. Das ist doch voll die Praxis. Also mehr Praxis gibt es ja quasi gerade wie das, was wir gerade machen hier. So, jetzt müssen wir noch die Datenblatt da. Schaltplanbild anlegen. Hat der so viele Pins hier raus, ja, tatsächlich. Nee, Lötstopp und so macht aber den kleinen Pins automatisch nach den Rules, wie man es dann einstellt. So. Machen das so wie hier, würde ich sagen. Sieht eigentlich schön aus. So das Pin-Out-Symbol. Hier, finde ich. Vier links, vier rechts. Unten können wir uns sparen. Kopierer, Schematic Symbols. Aktiv 8 Pins, sehen wir gleich das Richtige. Das da zum Beispiel. Copy, und wie heißt es nochmal? CSD. Was war die hintere Bezeichnung? CSD 95 9537 2 9537. Habe ich gerade das falsche im Datenblatt angeschaut? Ne, 97394. So.
Yes. Und dann müssen wir das Ding alles benennen. Praxis in der digitalen PC-Front. Genau. Boot und Booter. Boot. Booter. Skip. Wie geht's nochmal? Vergessen. Wie ging es jetzt nochmal im Pulsonix? Pyro Power, vielen Dank für dein Abo. Scheiße, ich hab's vergessen. Macht es so selten. Macht es so selten. Unterstrich. Genau, da merkt man sofort, wenn man nicht von Anfang an guckt, weil es ändert sich genau. Nix, man tut nur lieblos irgendwelche Bauteile rein und man verpasst echt absolut nichts, wenn man nicht von Anfang an mitschaut. VDD, VSW, VIN, VDD, VSW, VIN. VSW, VIN. 1, 2, 3, 4, 5. Renumber Pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Speichern. Das war's schon. Mehr braucht man nicht. Und jetzt legen wir das Bauteil selber an. Wizard. Und da packen wir jetzt die ganze Bezeichnung rein und die Beschreibung. Synchronous Bucknex Fat Power Stage. Das Ding funktioniert nie. Fet, Fet, weiter. 9 Pins hatte das, ne? Ja. Weiter, weiter. Da hat es aber nur 8. Wieder vergessen, wie es heißt. CSD. Der da. Jetzt spielt gar keiner Bank heißt. Wissen alle, dass es sinnlos ist. Value. Weiter, Add Lieferant, da packt man Mauser rein und gleich die 95 97 973 irgendwas. Gleich die Bestellnummer mit dazu. Add Bestellnummer. Und was gibt es sonst noch? Sonst braucht man nichts weiter. Aktiv. Fertigstellen. Grundlegend passt jetzt, nur P9 ist nicht belegt. Da müssen wir jetzt sorgen, dass Power Ground mit mehreren Pins belegt ist, nämlich mit 3 und mit 9. Speichern. Wenn wir jetzt hier auf den Power Ground klicken, wird der Dreier und der Neuner markiert. So muss das. So. Weit zu. Gut. Gucken wir mal ins Datenblatt, wie dann die Beschaltung aussieht. Wo war die? War ich wieder zu schnell? Hier.
VDD, Power Ground, VIN. VDD, glaube ich, ist die Logikspannung, oder? VDD, Supply Voltage to Gate Driver sind Internal Circuitry, genau. Das heißt, da kommt unsere Versorgungsspannung für die Logik rein. VDD hier, genau. Hängt da drin nochmal dran. Und die waren nämlich die 4,5 bis 5,5 Volt, ne? VDD. VDD, Gate Driver, 4,5 bis 5,5 Volt. Die kann man mit der 5 Volt betreiben und dann ist es echt super. Alex, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Ja, eigentlich schon Tops Pops. Habe irgendwas im Hinterkopf, dass ich den irgendwann wieder gelesen habe. Vielleicht war es ja im Discord. Kann auch im Discord sein, aber. Ja. So, dann haben wir das Bauteil ja eh schon angelegt. So schnell geht es. Dann fügen wir es gleich hinzu. Aktiv. CSD. Oh, da habe ich schon einen. In BGA. Da wollte Matthias einen PWM-Pin dafür haben, dass man das Ding dann auch vernünftig ansteuern kann. Zufällig hat er ja auch einen PWM-Eingang. Jetzt müssen wir mal schauen, was die Dinger da hinten sind. Boot und Boot-R. Dann irgendwie so Softstart oder irgendwas in der Richtung, würde ich mal schätzen. Skip und PWM. Skip schließen wir auch an, was er immer Skip macht. Control Fit Gate, Hi. Sync Fit Gate, Mode, Disable DCM, ULK, Tri-State, High, Low. Joa. Dann schauen wir mal, was diese Boot-Dinger sind. Bootstrap Capacitor. Connect minimum 0,1 Mikrofarad Ceramic Cap from Boot to Boot Pins. The Bootstrap Capacitor provides the charge to turn on the control fit. Boot R is internally connected to V-Switch. Connect the minimum 0,1 Mikrofarad 16 Volt X5R Ceramic Cap Boot. Also einfach 100 Nanofarad dran und gut ist. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Nicht, dass hier irgendwo noch was dabei stehen wird. Normalized Power Loss. Nee. Dann klatschen wir 100 Nanofarad dran und gut ist. 2475 in Stock, ja. Kostet nichts und ist lieferbar. Nanofarad haben wir hier irgendwo sicher schon, die wir einfach klauen können, ne? Da zum Beispiel. Hier dran kriegen wir auch nochmal 100 Nanofarad. Irgendwas macht hier komische Geräusche.
Ups, so wollte ich. Zack. Sind das 5 Volt da oben, oder? Da kriegen wir 5 Volt dran. Zack, ziehen wir ein bisschen hoch. Vielleicht können wir es ganz hinziehen. Und der andere kriegt die große Spannung, die irgendwo hier reinkommt. 12 Volt. Die kriegt er hier ab. So. Und dann packen wir auch noch gleich einen fetten Kondensator dran. Wegen für Zwecks, wenn da die LEDs eingehen, dass nicht die ganze Schaltung ausgeht. Und nochmal einen kleinen Kondensator. Wäre schade, wenn die ganze Schaltung abstürzt, nur wenn man das Licht einschaltet. Und V-Switch, das ist ja ein Push-Pull-3, das heißt, wir können da jetzt eigentlich V-In, V-Switch, Power-Ground, können da jetzt direkt an einen Stecker gehen. Was soll man denn für einen Stecker nehmen? Für die LEDs. Gucken wir mal wieder hier rein. Das sagt irgendwie so. Irgendwie was Standard. Irgendwas Standardmäßiges. Null Zugbügel, Kabelstecksystem. Horizontal 2,5 mm, ich würde ein 3,5er abgewinkelt, irgendwie sowas Standard da, ohne Schraubdinger einfach rein und gut ist, die halten eigentlich relativ gut, die Dinger, zweipolig, guck mal, ob wir die nicht sogar schon haben. Libraries, Parts, All, 2 Pins, 691, 322, 691, 322, haben wir sogar schon. Perfekt, müssen wir nichts zeichnen. So muss das. 691, 322, 11002. 3212, boah, Glück muss man haben. Man muss auch mal Glück haben. Ich meine, wir werden ja von vor bis hinten, wie zum Beispiel von Infineon, verarscht. Aber ab und zu hat man halt auch mal Glück, ne? Das Ding nennen wir LED. Kommt man das nicht mal hier ändern? LED. So, dann haben wir den mal so angeschlossen. Dann müssen wir schauen, was hier für PWMs Pin es gibt. Nehmen wir alles zu. Output Capture 0A, sowas da zum Beispiel würde ich mal schätzen. Aber wir gehen jetzt mal hier beim Timer ran. 8-Bit-Timer with PWM. Output Capture F0A. Ja. Hatte ich recht. Output Capture 0A. PB7. Was hängt an PB7 dran? Nix. Boah. Gibt's denn das? Dann klatschen wir den hier an den PWM ran. Und den einfach direkt neben. So. Und gut ist. Dann haben wir den Fed auch angeschlossen, das heißt, wir können auch die LEDs betreiben. Dann abstürzen. Wer stürzt ab?
Geht das Drehen nicht mehr? Doch, oder? Habe ich mal gesagt, dass diese 0,33 Fritz-Cola-Dinger echt zu klein sind? Viel zu klein. Im Übrigen, wichtiger Tipp am Rande: Verwendet keinen Phasenprüfer zum Flaschenöffnen, denn sonst spricht hinten die Kappe ab und dann hat man Phasenprüfer. Ist auch ganz praktisch, da kann man hier irgendwelche Dinge reinstecken und quasi das als Lagermethode verwenden oder so. Kann man Bit reinmachen. So, wir speichern mal. Es ging jetzt zu schnell. So. Ich würde jetzt eigentlich so mal gucken, wo die i Quadrat c dranhängen. SDA, SDA. Oh, der hatte doch kein i Quadrat c. Oder? War das nicht so, dass der kein i Quadrat c hatte? Und dass Matthias das liebend gern von Hand gemacht hat? Ich glaube schon. So war das. Ja, die kenne ich. Matthias hat so einen, glaube ich. Der hatte doch kein i Quadrat c. Der hatte keinen i Quadrat c. Das ist uncool. Gibt es eigentlich, jetzt googeln wir mal, Arduino Atmega32U2 i Quadrat c. Ob es da eine Software i Quadrat c Library gibt bei Arduino? Natürlich gechillt, da müssen wir nichts machen. Okay, das wäre nämlich. Getting TVI working on the Arduino Mini. Nee, die haben nämlich auch die falschen. Naja, Matthias muss per Arduino Software Equalizer C machen, ist ja eh ganz einfach. Ich meine, das ist nämlich gut, weil dann kann ich mit die Pins belegen, wie ich will. Denn ich hätte jetzt gesagt, weg mit dem, wir klatschen die Treiber für die für den Motor, für die Schrittmotoren, klatschen wir einfach direkt hier einen kompletten Port-Bin. Ich frage mich nur gerade. Also, wir bauen ja damit eine H-Brücke. Wir bauen damit eigentlich das, was wir hier drin haben: eine H-Brücke, um die einzelnen Phasen anzusteuern. Wir könnten theoretisch jeweils zwei Treiber zusammenschließen und ja, wir haben das alles drauf und gut ist. Wir könnten Pins sparen, aber das machen wir nicht. Ich meine, desto mehr man anschließt, desto flexibler ist man am Ende. Also schließen wir die alle hier an und gut ist. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Könnte, wenn wir Glück haben, echt total geil zum Routen werden. Wir haben hier noch die falsche Edit Symbol in Library. Falschen Text drin. Style.
Speichern. Reload. So. Jetzt haben wir den richtigen. Haben wir da oben dann. Da haben wir schon den richtigen. So, und dann packen wir da jetzt für den Motor. Da haben wir doch eigentlich. Oh, da haben wir doch das Problem. Da war das Problemchen. Habe ich den Motor, dass wir noch nicht rausgefunden haben, was das eigentlich für ein Stecker ist an dem Schrittmotor. Da gab es doch das kleine Problemchen, das wir da gesucht haben. Da haben wir gesucht, wie wahnsinnig. Warum hat er nicht 5 Pins? Ist da eins noch Schirm oder so, oder wie? 28BYJ48. Bilder. Da zum Beispiel. Mittelanzapfung hat er nochmal dabei, oder wie? Ich kann leider kein Chinesisch, ich kann das nicht lesen. Ja, Red. Der hat nochmal eine Mittelanzapfung drin. Da braucht er die 5 Volt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Schaltplan von den Dingern eigentlich kriegen. Was machen die da eigentlich? Ja, da brauche ich nochmal die 5 Volt, genau. Perfekt. Jetzt ist nur die Frage, was das für ein Stecker ist. XHP5. XHP5. Sind die von JSD, oder? Ja, das könnte hinkommen. Boah, die kosten ja null. Ich hätte gern das Gegenstück dazu. Da. Mach mal seitlich. Stand in dem Bild gerade auf der Zeichnung. In Rot. Welchen der vielen Bilder, die ich auf hatte? Keine Ahnung, welches Bild du gerade meinst? Weil es das chinesische Bild hier. Es steht alles in Rot. XHP-5. Tatsächlich. Cool. Sau cool. Vielen Dank fürs sehr brav zugucken, Localhost. Localhost. Go to Channel. Fupp. String C. Und jetzt, wie kommen wir wieder zurück? Gar nicht. Jetzt habe ich den Chat zugemacht. What the? Ich bitte? Jetzt bin ich auf GoToChannel gegangen beim Localhost und jetzt war der Chat weg. Premium. Premium, sage ich.
Ob ich jetzt jemals wieder den Chat kriege? Wahrscheinlich nie wieder, oder? Chat in neuem Fenster öffnen. Was hat das Programm gerade gemacht? So, Reward, String V, 150. Das wollte ich nämlich eigentlich machen gerade. So. Das Ding macht komisch. So, das heißt, wir haben die Stecker da. Oh, wäre cool, wenn natürlich Würth sowas ähnliches hätte, weil dann würde man wieder Muster kriegen. Dann müsste ich schnell bestellen, weil Fanel habe ich gerade natürlich vorgestern, ne, gestern bestellt, klarerweise. Wäre nämlich zu schön, wenn ich die gleich mitbestellen hätte können. Wieder typisch. Ja, YouTube spinnt gerade komplett. Aber ich habe null Dropped Frames. Also allein deswegen spinnt YouTube, weil es kann gar nicht sein, dass ich null Dropped Frames habe, ne? Steckverbinder. Ja, mittlerweile geht es echt gut mit dem Delay da oben. Viretuboard. Was haben wir denn hier für Rastermaß 2,5? Ich glaube, das Internet spinnt gerade generell. Die Seite nämlich auch. Gibt's die in. Ach, die gibt's! 2,5? Das müssten die da sein, oder? Oder hat man die schon auf und die waren es nicht? Boah, ist die Seite gerade lahm. Fünf. Nee. Gerade mit Verrasterung. Liegend mit Verrastung. Aber die Verrastung passt nicht. Nee. Weil er rastet zeitlich. Ja, und der ist ja hier so abgeschrägt. Und der rastet hier, der hat hier die Raster. Nee, es passt nicht. Boah, macht nichts. Dann bauen wir die. Nee, es ist draußen schön, Bastler. Also, ich habe aber null Dropped Frames. Also von mir zu YouTube funktioniert alles. Dann nehmen wir einfach die und gut ist. Datenblatt. Ja, die sehen deutlich anders aus. String C, String V, DigiKey, Fanel, DigiKey, JSD. Ja, ich weiß, dass ich Cookies hier drin habe. Oh, okay. Dazu. XH. Produkte. Oh mein Gott. S5B. S5B. XHA. XH. A, L, F, S, N. Also, sehr schön. Und bei Download, Handcremezangen, PDF, PDF. Ich hätte gern
Ich hätte gern, es ist JSD.de, gibt es doch sicher eine chinesische Seite auch von denen, oder? Vor den Rapid JSD. Die schaut gut aus. Oder auch nicht. XHA-1 LF SN LF SN Ha, darum geht's. So. Karl-Heinz, vielen Dank für dein Abo. Willkommen im Stream. S5B XHA Step war Mitte. S5B XHA. Jetzt nur noch irgendwas. Hier für eine ZIP-Datei runterladen. Ich will mich jetzt hier nicht anmelden. Oh. Nihonta. Name EHJ. Hongabata. E-Mail-Adresse, Lieferanten. Zustimmen und weiter. Oh, da wird nicht viel drin sein in der Datei. Eine Step-Datei. Da wird nicht viel drin sein. 7-Zip. Geometric Design. Schade. Jetzt zu schön gewesen, ne? Jetzt bin ich mal neugierig. Wenn jetzt 5 Pins sind, dann wäre es ein Jackpot, dann sind es einfach 700 und man muss selber zu. 1, 2, 3, 4, 5. Boah. Man kann auch mal Glück haben, ne? Geil. Ist das geil. Jetzt habe ich hier durch mein unglaublich gutes und wirklich akzentfreies Japanisch, das ich lesen kann. Also ich kann ja wirklich akzentfrei Japanisch lesen. Und dank dem habe ich jetzt hier den passenden Stecker rausgesucht. K-Element. Farbe zuweisen. Farbe weiß. So. Datei, speichern unter, nee, Datei, exportieren, Step 214, Step, S5BXHA. Was für ein Glücke. Also, das sieht man wieder. Wenn man Fremdsprachen kann, hat man einfach gewonnen. Pulsonix Datei. PCB Footprints. Jetzt müsste ich es schon drin haben. Das ist jetzt das Geilste. 5 Pins? Das hier S5B stehen wird irgendwo. So ein anderes hier. New. So, wo war er jetzt? Hier, oder? Ne, das ist der Wirt. War das jetzt das, was ich vom Fernel runtergeladen habe, oder?
Schauen wir mal, was die empfehlen. Machen wir mal so, damit man was lesen kann. Buh, buh, buh. Bei zwei Pins, also bei denen, wenn man zwei Kontakte hat, dann 1 mm, bei drei oder mehr 0,9. Und bei den seitlichen Einsteckdingern, wie wir sie haben, einfach immer 0,9. Okay. Das war doch kein Zufallstreffer, das war doch absolut berechnet. Das nervt mich so, dass er jetzt hier diesen Einser-Ding immer dazu packt. Edit Replicate 2,5, 5 Stück. So. Dann 9,2 mm Minimum Abstand. Das heißt, wir machen uns jetzt hier eine Shape Line und die auf dem Layer Fertigungsdaten Top, ne Dokument, ne Fertigungsdaten Top packe ich sowas immer. Und die auf 9, das regt mich aber auf, dass er hier den Style nicht macht. Ich muss mal mit dem Support telefonieren. 9,2. 9,2. Und dann das ganze PCB-Edge nennen. Layer Fertigungsdaten Top. Style. Assembly Small. So. Haben wir nämlich die Platinenkante schon mal definiert. Erspart uns hoffentlich unglaublich viel Ärger. Oh, hier gibt es eine SMD. Nee. Dann gerade, gerade, gerade. Gewinkelt, da. Die sind gewinkelt. Wie ist jetzt da die Mitte von dem? S, B, X, H, A, was? Dimensions A, B. Also bei XHA1 ist das 7,6 und bei XA ohne 1 ist das 9,2. Was habe ich jetzt für einen Typ? Ist kompliziert. XHA ohne 1. Also von Mitte Pin bis oben hin haben wir 9,2. Da zeichne ich jetzt einfach mal ein Kästchen hin. Und das hat 9,2. Also ist eh genau das Maß vom Platinenkante, sehr schön. Und 9,2 minus 7, also 2,2. Dann geht das hier so ein bisschen runter. Und zwar, wenn wir hier 9,2 haben, dann haben wir 2,3 minus hier.
Minus 2,3. Und das x, das nervt mich, das interessiert mich jetzt nicht. Und 2,45 links und rechts, 2,45. A ist beim 5-Pinner 10 mm, kommt es hin? 2,5, 5, 10, ja. 10, also 5 plus 2,45, also minus 7,45 und plus 7,45. Dann packen wir hier noch so. Sowas rein, quasi die Pins andeuten. Was machst du eigentlich? Warum kannst du nicht einfach einen geraden Strich zeichnen? Edit, Replicate, 2,5, 5 mal. So. Sehr schön. Oder sieht man die Pins von oben? Ne, die sieht man von oben leider nicht. Da ist ein Deckel drüber. Ja, lieber nicht. Also ich mag es eigentlich wirklich nicht. Also mich nervt das Rumgezeichnen eigentlich mächtig, muss ich gestehen. Layer, was ist das? Ein Top. Aber man kommt halt nicht drum rum, ne? Man muss es halt machen. Von hier nach hier. Und von hier nach hier nach hier. Layer, Topside. I, Model Placement, Body Height. 6,1 mm Component Name Style Component Name Silkwin Top. Das klatschen wir jetzt da in die Mitte rein, oder? 0 und minus 1. Sieht sicher schick aus. Und das macht man mittig. Fertigungsdaten Top Style, Fertigungsdaten Medium 0 und 6. Speichern wir es mal. So, wie heißt das Ding jetzt? S5BXHA. Bam. Und jetzt Position Step Modell. Jetzt kommt das Wichtigste. Hörbücher von den Live-Sendungen, also so quasi Einschlafen für Fortgeschrittene, oder? S5BXHA. Bam! Und schon ist das quasi absolut korrekt, richtig, ohne Probleme. Dass das immer so schwierig sein muss. Das ist jetzt aber Hightech. Es passt sogar mit dem Step-Modell überein, Leute. Krass. Es gibt Momente, wo ich einfach mächtig Angst habe vor dem, was ich mache. So, jetzt haben wir das angelegt. Jetzt müssen wir noch das Part anlegen. Part, Wizard, weiter, weiter. String V, X, B, 5a. So. Through-Hole-Typ, Shrouded Header. Heißt das so? Nee. Hallo, markieren. Hallo, markieren. Dann nicht. Dann kommt, klauen wir es uns von hier raus. Wire to Boat, bla bla, Baureihe XH. X, X, weiter. 5 Pins. Den da, weiter, weiter. 5 Pins. Bei dem 5 Pol einreihig, weiter, weiter. Add. Value. S5 blablub. Add Lieferant. Nee.
Bestellnummer. Jetzt gucken wir mal, ob der Moser die vielleicht hat. Karl Simon, grüß dich. Vielleicht ohne den da hinten. Ne, hat er gar nicht. Aber hat nicht, war nicht vorher irgendwo ein Link von TME dabei? Sehr schön. 150 Stück 0,184. 50 Stück 0,20. Fanel sogar erstaunlicherweise ausnahmsweise mal irgendwo billiger. Kaum zu glauben. Save the part to Connector fertigstellen. Close. Eine Sache noch, der habe jetzt nicht geguckt. Wo ist Pin 1? Also, wo definiert JSD Pin 1? Circuit Number 1 Mark. Ja, das haben die billigen chinesischen Nachbauten, haben kein Nummer 1 Mark. Doch hier. Hier haben die das. Das heißt, wenn ich Edit Footprint Tools Position Step Modell, das stecke ich so ein. Ist genau andersrum. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Renummer Pins 1, 2, 3, 4, 5. Speichern. Meeresrauschen, CD raus. Karl Simon, ich höre Musik, genau. Deswegen habe ich die Dinger auf dem Kopf. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Jetzt weiß ich nämlich, dass die genau andersrum wären. Konnektor 5 Pins. S5, bla bla bla. So, und jetzt machen wir noch Dinge, Leute, die keiner machen wird, aber ich mache sie, weil ich es kann. Jetzt kommt nämlich was Kritisches. Ora, ah, ist wirklich rot, orange, gelb, pink, blau. Also. 1, 2, 3, 4, 5 von den Pins her. Sehr gut, das können wir nämlich dann angenehm routen. Da freue ich mich schon drauf. Wir packen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh, ich habe das eine Projekt in Eagle gemacht gehabt. Wir packen jetzt auf jeden Fall mal hier eine fette 1206er Chipbeat Ferrit rein. Und zwar VCC komplett drüber. Toll. So. Weil 0 oben reinmachen kann man immer noch. Und dann packen wir. Es wird jetzt hässlich. Wie auch immer ich das mache, es wird hässlich. Passiv 2 Pins C0603. Müsste genau dazwischen reinpassen dann vom. Das machen wir so. Aber wenn es hässlich wird. Picofarader. Tier auf. So und so. Weil, ah, das muss reichen. Die legen wir so hin, dass man im Zweifel hin noch was anderes bestücken könnte.
Und dann muss das eigentlich reichen. Und dem spendieren wir nochmal 100 Nanofarad gegen Ground. Nah am Pin. Und dann kriegt der hier die 5 Volt ab. Chaka. Und das Ganze einmal Steuerung und Schieben. Boah, wie das genau passt. So, ein kleines Glückskind, was ich bin. Oh, hier nicht. So, ich erkläre gleich, was ich hier mache, Leute. So, also ein Schrittmotor. Ist ein Schrittmotor. Ist eigentlich ein ziemliches gemeines, böses, hinterhältiges Teil. Denn einen Schrittmotor betreibt man ja mit einer Rechteckspannung. Und dieser Rechteckspannung geht zum Schrittmotor mit einem relativ langen Kabel. Und was passiert oder was für eine Eigenschaft hat das Kabel? Was macht das Kabel, wenn man dann eine relativ hohe Rechteckfrequenz drauf gibt? Wer weiß das? Was dann das Kabel tut? Wenn es kürzer wäre, wäre es besser. Desto länger das Kabel, desto besser tut es das, was es nicht tun sollte, nämlich. Wer weiß es? Und lebt wieder. Bastel, hast du heute kein Glück mit dem Internet. Glaube ich. Genau, Quor hat es richtig. Das Ding spielt Antenne. Heißt, wir geben hier vorne F. Ich muss mal ganz kurz beim Balkon raus. Ich habe Angst. Wenn ich plötzlich weg bin, dann ist das Haus eingestürzt. Boah. Und uns kommt jetzt gerade. Es hat gerade so geklungen, als würde ein Panzer vorbeifahren. Aber es geht gerade Vollgas, der Wind und blitzt. Und es sind gerade sämtliche Fenster und Türen im Haus scheinbar zugeflogen, die offen waren, so wie das gerade geklungen hat. Puh. Krasses Pferd. Also. Wir kommen hier vorne mit der Platine zu dem Stecker hin und wir haben hier eine relativ hohe Rechteckfrequenz drauf. Wenn wir jetzt hier 100 Kilohertz Rechteck haben, Rechteck ist ja eigentlich eine Addition von ganz, ganz vielen Sinussen. Das heißt, wir haben 100 Kilohertz erste Sinusschwingung, 200 Kilohertz, 400 Kilohertz. Wir haben relativ hohe Frequenzen drauf, damit wir ein schönes Rechteck hinkriegen. Und wenn wir so hohe Frequenzen drauf haben, strahlt das lange Kabel durch ab wie Sau. Also da kommen alle möglichen bösen, bösen, bösen Strahlen raus aus dem Kabel, die. Puh. Cool. Wie gesagt, wenn ich weg bin, schreibe ich euch am Handy, dass alles tot ist. Strahlt alle bösen Wellen ab, dieses Kabel, und wenn man dann eine CE-Prüfung oder sonst was machen will oder einfach den Fischfeeder betreibt, steht irgendwann die Bundesnetzagentur vorm Haus und sagt, ist nicht. Und deswegen packe ich hier Ferritbeats davor, die so ein bisschen die hohen Frequenzen abfedern, und zusätzlich packe ich noch mal einen Kondensator parallel zu den Wicklungen, damit diese Rechteckflanken ein bisschen abgerundet werden. Snooze, willkommen!
damit das ein bisschen abgerundet wird und damit die hochfrequenten Anteile runterkommen und damit das Ding hoffentlich ein bisschen weniger abstrahlt. So die Hoffnung. So. Dann haben wir das alles. Dann klatsch mal das ein bisschen runter. Und hier kommt noch der i-Quadrat 10 und dann sind wir fertig. Und dann haben wir 10 Uhr, dann ist quasi perfekt. Matthias meinte, Dev Schaltungen, Stream. Let's Play, oder wie heißt das? Let's Play, Senseo V2. Wir haben hier die Belegung, hat er gesagt, von der RTC. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Fischfeder, das heißt, wir klatschen uns hier einen fünfpoligen Jumper drauf. Stiftleiste 5-polig. Eins ist 5 Volt. Data Clock. Eins ist 5 Volt. Das da unten ist Ground. Danke, dass du mich gerade so ärgerst, Programm. Show NetName. Und Netz RTC Data. RTC Clock. Dann brauchen wir, da haben wir gar nicht mehr so viel Auswahl, ne? Fabian Hirsch, wenn die Leitung zum Stepper sehr, sehr lang ist, dann hat man ein mächtiges Problem. Also vor allem grundlegend dadurch schon mal, dass am Stepper vielleicht gar kein gutes Signal mehr ankommt. Wenn es ankommt, dann strahlt das 1 Meter Kabel richtig, richtig gut ab. Also da muss man dann eigentlich schon geschirmte Kabel nehmen für Steppers. Also in der Regel, wenn man jetzt eine Maschine baut mit Stepper-Leitungen drin, hat man in der Regel geschirmte Leitungen, die dann da hingehen. Und dann legt man einen Schirm auf Masse irgendwo oder aufs Gehäuse. Und dann hat man da deutlich weniger Probleme. Ich habe gerüchteweise mal einen 3D-Drucker gemacht, eine Platine dafür. Da gab es mächtig Probleme mit den Stepper-Leitungen. Und ich weiß nicht, also der Konrad RF100 hat nirgendwo so Maßnahmen drin und der hat sehr lange Leitungen. Ich glaube nicht, dass der jemals einen CE-Test gemacht hat. Habe ich was gesagt? Nee, ich habe nichts gesagt. Wir haben jetzt ein relativ gutes Problem. Also, wir können jetzt irgendwo noch. Ich würde jetzt irgendwo noch. Also, wir wollten eigentlich ein Display auch noch anschließen. Ne? So, eigentlich wollten wir noch ein Display anschließen. Das kommt dann bei SPI dran, glaube ich. Und dann haben wir noch 4 Pins frei. Wir brauchen mindestens. Wir brauchen CNC zum Beispiel. Ja, die haben CNC haben in der Regel keine Stepper-Motoren, die haben in der Regel Servomotoren drin. Aber grundlegend gleiche Problematik. Motoren sind immer böse, böse. Es kommt ein Inkrementalgeber rein und dieser Inkrementalgeber hat 3 Pins, also A, B und die Taste. Das können wir hier abhandeln und dann können wir hier noch eine LED ranpacken und dann ist der Mikrocontroller komplett ausgelastet. Finde ich ziemlich geil gerade. Und Display, guck mal, dass wir über SPI dranhängen, sonst haben wir verloren. Sonst haben wir verloren.
Was ist Ritzpräger? Sagt man nichts. Speichern wir mal. Bin mal neugierig, ob meine Dinge im Fischfieder Platz haben. So rein abmessungstechnisch. Ja, die haben in der Regel, die haben den Code auch noch drauf. Also ein Servomotor hat im Prinzip, ein Servomotor macht eine Regelung. Der braucht natürlich auch was, wo er die Position zurückkriegt. Der hat einen Drehendcode oder sowas drauf. Oder Glasmessstab, wenn es ein Linear-Servomotor ist. Und damit regelt er dann entsprechend. So, ob des Weltuntergangs, der draußen gerade ist, und ob der Tatsache, dass wir quasi 10 Uhr haben. Oh, der braucht noch einen Chipselect, da hast du recht. Dann haben wir halt kein LED-Pin mehr. Hat der Display, da kann man alles anzeigen. Ist ja auch okay. Wir haben ja hier oben eine LED, dass man sieht, dass Spannung da ist, das muss reichen. Rest zeigen wir über das Display an. Da kann Matthias dann sich austoben und kreativ sein. Ja, oder lieber I-Quadrat, oder ein I²C-Display, eins von beiden. Ich würde es jetzt eher ans SPI hängen, weil SPI haben wir. Und I²C muss man softwaremäßig implementieren und eine sehr einfache Softwarebibliothek, die nur die RTC macht, ist, glaube ich, einfacher wie ein Software I²C, das dann die komplette Display-Geschichte auch noch mit abhandelt. Also würde ich mal schätzen. Wobei, wenn der Treiber läuft, dann ist eigentlich egal, was man überträgt. Ne? Na egal. Kann man dann, machen wir das nächste Mal. Also, ob der Tatsache, dass gerade die Welt untergeht, und ich gar den PC ausschalten würde, bevor er dann kaputt ist oder der Stream einfach böserweise abbricht, würde ich jetzt den Stream beenden. Aber vorher machen wir heute wieder ein Giveaway von diesen Infineon-Dingern. Da ich heute so unglaublich gut über Infineon geschimpft habe, will auch ganz viel von dem Infineon-Zeug hier haben. Oh, sie werden weniger. Gehen wir noch mal zwei so Infineon-Dinger raus. Also wir im Sinne von ich. Da ihr brav bis zum Ende zugeguckt habt, alle, gerade 80 Leute da sind, einmal wieder einen blauen und einmal wieder einen grünen. Hardbrückentreiber grün und so halbtransparent, ne? Doch ein Greenscreen. Hardbrückentreiber grün, also das wäre quasi der sündteure Hardbrücken-Chip, den ich jetzt nicht genommen habe, weil es kein Package gegeben hat. Und einmal der Standard XMC to go. Ich erkläre es nicht mehr, ihr kennt die ja alle schon. Genau, jetzt bekommt ihr die Dinger. Oberbayern, Simon. Wir packen das Giveaway. Also der Erste, der gewinnt, kann sich's aussuchen, was er gerne hätte, und der Zweite kriegt dann den Zeug, der übrig bleibt. Muhaha. Infineon-Dings. Ha, perfekt. Ausrufezeichen Board, denn wie war das? Infineon geht ja nicht. Nur Subscriber können mitmachen. Und mitmachen kostet, was sagen wir denn, 25 Ohm. Eine Minute Zeit. Ne, 2 Minuten, sonst jammern die wieder, dass das nicht geht. Automatically draw winner after time ends. Start raffle. Ausrufezeichen Board. Weil Ausrufezeichen Giveaway, ja, wie wir das letzte Mal gelernt haben, schmerzhaft nicht funktioniert. Kummelbär hat keinen Bock auf den Infineon-Zeugs. Ich hoffe im Übrigen, die Giveaways sind alle angekommen. Die ist letztes Mal rausgekaut worden. Gehe ich mal stark von aus. Also man muss ja nur einmal eingeben, Board, mehrfach eingeben, bringt nichts. Wie es alle mitsnacken wollen wieder. Alle, die schon mal eins gewonnen haben, sind auch schon wieder dabei. Sehe ich gerade. Also ich verschicke in Zukunft keine Giveaways, sondern erst nach 5, 6 Streams verschicke ich die, damit die, die mehrfach dann gewinnen, nach mehreren Streams hintereinander, so wie die Sandra vielleicht, einfach die dann gebündelt kriegen können. Bart. Den gibt's nicht.
Ausrufezeichen Bord. Ist gleich vorbei, die Verlosung? Klack. Noch 40 Sekunden, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich noch ungefähr 5 Sekunden. Gummibär, du. Einfach mal beide die gleiche Idee gehabt, ne? So, Gewinner wird automatisch gezogen. Der zweite Gewinner, den ziehe ich dann von Hand. 10, 9, 8, 7. Gewonnen hat mit Stream Delay die Simon. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Daumen nach oben, Simon. Grün oder blau? Grün ist mit der H-Brücke für Motoransteuerungs-Action. Blau ist mit irgendwas anderem. Fragt mich nicht was. Also normalerweise erklärt Matthias, was das für Dinger sind und was die können, weil ich habe keine Ahnung davon. Deswegen grün oder blau? Es gibt im Übrigen von Wirt auch 5-Liter-Fässer Bier, die die verschenken. So, by the way, zum Thema Gratis-Muster. Also du musst jetzt erstmal sagen, ob du gerne das Grüne oder das Blaue hättest, Simon. Damit fängt es mal an. Und wenn du das gesagt hast, schreibe ich den Namen auf das drauf. Und dann musst du auf meinen Kanal gehen. Auf meinen YouTube-Kanal und dann gibt es links, rechts oben gibt es dann Info, Kanalinfo und dort kann man irgendwo Nachricht schreiben machen. Da kannst du mir eine Nachricht schreiben. Blau! So. Wo ist mein Edding? Da. Blau, Simon. Und Unterschrift von mir gibt es auch noch drauf. Simon und Unterschrift. Nur nicht anfassen, weil es muss jetzt erst nur trocknen. Jan, ja, ich auch. So ganz durstig bin, dann mache ich das erst. So, ich ziehe den zweiten Gewinner. Sandra hat nochmal gewonnen. Vorher habe ich es gerade gesagt. Na toll. Danke, Zufallsgenerator. Dir bleibt das Grüne übrig. Außer du sagst, du magst das Grüne nicht. Aber ich glaube, du hast, glaube ich, das letzte Mal das Blaue gekriegt. Dann ist jetzt eh gut, wenn du das Grüne hast. Und ja, würde ich mal sagen, Gummi, du bist echt gemein. Ich glaube, wenn Gummi öfter so Blödsinn schreibt, dann werde ich mich irgendwann mal rächen und werde ihm Mod-Status oder sowas geben. Also Sandra, bist du mit deiner Wahl für das grüne Board zufrieden? Ich glaube, du hast das Blaue gekriegt, ne? Das letzte Mal. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt ist die Sandra weg. Na, na, na? 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 Geht also am besten so, also du kannst ja per Discord. Am liebsten wär's mal bei Discord. Danke. Okay, danke heißt ja. Schreib mal Sandra drauf. Und dann gehen dir die Tage raus. Morgen wahrscheinlich, ne? Ich schaffe das nie am nächsten Tag. Dir egal, Gummi. Ja. Siehst du dann schon. Plötzlich bist du Mod und kannst nichts dagegen machen. So. Sandra, deine Adresse, glaube ich, habe ich noch. Im Zweifel kann ich mal sicherheitshalber nochmal schreiben. Simon, du kannst mir auch per Facebook schreiben. Aber wie gesagt, am liebsten wäre es aber bei YouTube, weil dann kann ich nachvollziehen, dass da wirklich auch du bist. Sonst meldet sich jetzt irgendein anderer bei Facebook und sagt, du bist das, er ist du und dann kriegt es ein anderer.
Von ihm am liebsten auf YouTube und ansonsten Discord oder so, wenn du irgendwie sagen kannst, oder halt Facebook im Zweifel. Gummibärchen kann ich dazu packen. Also per Handy, gell, du kannst ja morgen, vielleicht, oder hast du sicher irgendwo einen PC oder so, kannst ja morgen oder so, musst du nicht sofort schreiben. Also von dem her kannst du auch vom PC aus dann machen. Gut, Leute, dann 22 Uhr durch, noch 70 Leute da. Haut euch ins Bett, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag spätestens wieder. Und ich wurde von Boris, mein Sofa, der heute gar nicht da ist, zum Mein Liebster Award nominiert. Ich werde die Tag dann noch ein Mein Liebster Video drehen und noch irgendwelche anderen bösen Leute nominieren. Dr. Hollow ist da, jetzt wo wir gehen. Jetzt ist Dr. Hollow da. Ja, kein Problem, Simon. Das wird nicht schlecht hier. Also die liegen hier gut rum. Von dem her. Genau, bann mich oder bann den Bot. So, ich hau jetzt nochmal Bankheist raus. Und noch für die, die bis zum Ende Dr. Holler, im Übrigen alles Gute zum Geburtstag. Gratuliert mal alle Dr. Holler zum Geburtstag. Und nochmal Reward 50 für alle, die noch bis nach dem Giveaway durchgehalten haben. Und wir sehen uns dann spätestens nächsten Dienstag. Geht's weiter. Da packe ich noch ein Display ran und noch ein paar LEDs und Inkrementalgeber und dann geht's an die Platine und dann wird es endlich mal cool und spannend und überhaupt. So, bis dann. Danke fürs Reinschauen. Und ich muss jetzt hier noch umschalten. Jetzt könnt ihr mich noch am Berg beobachten und bewundern und überhaupt. Hätte ich ja nicht vorher schon umschalten können, weil hier sieht man nämlich auch, ist da alles besser, ne? Naja, egal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.